In 3, 2, 1 und let's go. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 3. Wir spielen heute mit dem MG36, einfach mal so aus Spaß. Ne, wir spielen heute mal mit dem MG36 hier auf der Map Terminal und jo. Das war schon der erste. Gleich ein Starter. Das ist korrekt. Das habe ich, glaube ich, jetzt zum ersten Mal geschafft, dass ich gleich einen Starter gekriegt habe. Zu Anfang. Naja. Ich muss mich halt hier ein bisschen vorsichtig bewegen. Na gut, das war jetzt ein bisschen zu vorsichtig, glaube ich. Da sehe ich noch keinen. Hier ist auch noch alles tutti. Noch. Weil das hier unten, das geht am schnellsten kaputt. Das kann, könnt ihr mir glauben, Leute. Wenn man hier ist, da ist der meiste Krieg hier vorne. Eigentlich. Und irgendwie mag es nicht mit der Sichtweite. Weiß ich auch nicht. Irgendwas ist komisch. Vielleicht habe ich die Klasse auch scheiß eingestellt. Ja, jetzt merke ich schon. Der Host. Am Host hat es gelegen. Scheinbar. Dann wollen wir mal einen neuen Host aussuchen. Verbindung, bla bla bla. Hoffentlich fliege ich jetzt nicht aus der Map. Verbind mit neuen Haus, bla bla. Spiel wird fortgesetzt in 3, 2, 1 und let's go. Nochmal und Ping habe ich jetzt noch mittelmäßigen und ich bin nur irgendwie mit drei Leuten hier drin. Das heißt, es ist sehr lustig. Mal gucken, wie lang es dauert, bis alle raus sind. Okay, jetzt kommt nochmal russischer Shit. Nee, russischer Shit. Hummer, Keko und wer das ja auch immer noch, diese Lukas Gedönse da. Jo, alles klar, ist ja auch voll realistisch, ich habe ja schon die ganze Zeit auf dich drauf geschossen, habe dich getroffen, also liegt es wieder mal an meinem Ping oder was? Ah ja, ja okay, das ist scheiße, okay, wir müssen noch eine andere Klasse nehmen, die ist nämlich zu langsam, nehmen wir die MP5, dann rappelt es mich jetzt, weil dann reicht's mir, ich glaube die spinnen, Alter, das kann ja wohl nicht angehen hier, so. Durch, ne? Falsche Richtung. Eigentlich wollte ich da hin. Jo! Jo! So eine Mistgeburt. So eine Mistgeburt. Ach, wieder der Host weg. Alter, was ist denn das? Seid ihr behindert oder was? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Jedes Mal ein anderer Host oder was? Jetzt habe ich wieder einen Scheiß. Noch einen beschisseren Ping oder wie? Was soll denn das? Jo! Ist klar. Wieder nur drei Spieler hier drin. Läuft. Wo bin ich hier gelandet? In der Cracket-Lobby oder was? Wo jeder jeden kicken kann? Oder nur... Ach, keine Ahnung. Da fällt mir noch nicht mal mehr was zu ein. Da kann ich noch nicht mal mehr fluchen, Alter. Muss ich mich mal hier hinten vercampen erstmal, weil ich keine Ahnung habe. Jo, alles klar. Killcam angucken. Jo. Was war denn das? Gottverdammte Scheiße. Leck mich am Ärmel. Kann ja wohl nicht angehen hier. Yo! Alles klar! Alles klar, du Muschi! Alles klar, alles klar. Würde ich auch sagen, Junge. Was geht dann hier ab? Ja, Heo, du mich auch, Heo, Theo, du Penner. Wichser. Solche Assis, Alter. Jetzt habe ich 60 FPS. Läuft, Alter. What the fuck? Was geht hier in dieser Lobby ab, Mann? Was ist denn hier los? Jo, Alter. Leute. Scheiße. Jo, das kann's doch nicht sein, da willst du dir mal einen Kill holen und dann kommt da so ein Assi und killt dich einfach weg, oder was? Auf die Distanz, du Assi. Jo, Alter, willst du mich verarschen? Warum hast du dann als diese Dreckswaffe, ey? Irgendwann muss die auch mal weg sein. Jawohl, wollte ich auch meinen hier, ich glaub wohl. Ging's ein Kill. Oder war schon der zweite? Ja, war sogar schon der zweite. Läuft. Läuft richtig hardcore hier.
Aber richtig, mit Dampf. Mit Dampf dahinter. Ich sehe nichts. Scheiße. Komm her. Komm her, du mit deinem Flyhack oder was du auch immer hast. Jo! Da denkst du, der kommt von rechts und dann kommt er von links, der Bastard. Aber war ein anderer Bastard. War ein anderer. Hey, wo bist du jetzt hin? Hä? Wo bist du hin? Wo bist du Sau hin? Aber es ist irgendwie sehr komisch, Leute. Weil irgendwie zwischendurch nimmt er mit 60 auf, dann nimmt er mal mit 20 auf, dann mal mit 30, dann mal mit gar nichts. Irgendwie ziemlich komisch hier. Die Lobby spinnt ziemlich da rum, ey. Jawoll. Ich hab meinen, ey. Ja, scheiße, der ist schon tot. Heo. Heo, Theo, ja, ja, ich bin befördert, alles klar, würde ich auch sagen. Ich bin dezent einfach mal drittletzter oder viertletzter. Yo! Killcam, zeig mir. Unrealistisch, der hätte mich durch die Post gar nicht erwischen können. Scheiß Vollmantelgeschosse hier drin, Alter. Ja, klar! Und der killt mich jetzt, oder was? Der ist da rumgeflogen. Was ist denn hier los? Schon wieder einen neuen Host. Ey, irgendwie, was hier auch immer abgeht in der Lobby. Das ist das chaotischste und komischste Spiel, was ich bisher in meiner ganzen Let's Player-Geschichte in MW3 erlebt habe. Das ist fünfmal ein Hostwechsel in einem Match oder so. Oder viermal, keine Ahnung. Das ist irgendwie nicht realistisch. So wie es jetzt wahrscheinlich auch aussieht, wenn wir eh aus der Lobby fliegen jetzt. Jetzt ist eh rum. Weil ich glaube, wir haben schon viermal ein Haus gewechselt und irgendwann ist das Ding auch mal durch. Irgendwann geht das auch nicht mehr und ja. Schauen wir einfach mal, was jetzt bei rumkommt. Weil irgendwie ist es ziemlich witzig. Verbinde mit neuem Haus. Wollen wir denn mit dem Haus verbinden? Es ist doch eh keiner mehr da. Die sind ja eh rausgegangen, wette ich. Hundertprozentig sind die rausgegangen. Leute, Leute, Leute. Ich warte jetzt noch, naja, so 15 Sekunden. Wenn ich in den nächsten 15 Sekunden nicht irgendwas tut, dann gehen wir aus der Lobby, dann macht es auch keinen Spaß. Ich meine, wir haben jetzt schon, was weiß ich, 5 Minuten oder so gespielt und es ist einfach, es macht keinen Sinn irgendwie. So okay, wenn es in den nächsten 10 jetzt nichts passiert, dann gehen wir aus der Lobby raus. 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Aus der Lobby komme ich auch nicht mehr. Das finde ich geil. Also muss ich das Video hier im Host Migration Modus beenden, weil ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 2 Millionen Jahren nochmal einen neuen Host kriegen. Also, denn ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß in dem Video. Wenn ihr Spaß daran habt, würde mich ein positives Kommentar, ein positiver Like, wie auch immer, hier unter diesem Video freuen. Und meinen Kanal natürlich nicht abonnieren, sorry für den kleinen Ausreißer, aber es ist einfach nicht mehr schön, wenn ständig der Host wechselt und so. Und naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.